Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Video, zu einem kleinen One-Take, Leute. Ich werde diesen Schnipsel gleich einfach ganz knackig, zackig, knackig hochladen hier. Nämlich, ich spreche gerade in dieses Mikrofon hier. Hier nimmt der Ton hier gerade auf. Dass ihr mal sehen könnt, Softboxen sind an hier. Genau, was ich euch heute eigentlich nur sagen möchte, Leute, ab Freitag geht es los mit den Adventskalender-Videos. Es wird bei mir 3 Videos pro Tag geben, eigentlich 4, weil es gibt ein normales Unboxing, dann halt noch die 3 Adventskalender, also 4 Videos pro Tag, Leute. Der Dezember ist hier sowas von mega geil, Leute. Ihr könnt euch auf tägliche Videos freuen, Adventskalender. Und diese Adventskalender, welche ich dieses Jahr am Start habe, will ich euch heute ganz kurz vorstellen. Und ich lege euch mal ganz kurz ab, Leute. Jetzt seht ihr meine Hand. Ich lege euch ganz kurz ab, Leute. Ah, so. Geht bitte nicht weg. Bleibt da. Bleibt da. So, ich habe hier einmal den... Sieht man mich überhaupt noch? Ich muss mich mal ein bisschen weiter runterlehnen hier. Dave ist überhaupt übrigens auch am Start, Leute. Neues Mitglied bei PAX United, Dave. Mein Clickbait-Stuhl. So, ich habe den Bundesliga-Adventskalender von Ravensburger, 3D-Puzzle. Hatte ich letztes Jahr auch schon am Start gehabt. Fand ich eigentlich relativ nice, die Puzzle jeden Tag da zusammen zu basteln. Es gibt ja 18 Bundesliga-Mannschaften und in 6 Türchen gibt es halt noch solche Quiz-Aufgaben. Und dieses Jahr, glaube ich, auch die Meisterschale als Puzzle, Leute. Die Meisterschale als Puzzle, da freue ich mich auch schon drauf. Vielleicht ist es die 24, vielleicht ist es der 6. Dezember. Wer weiß, Leute, wenn ihr täglich die Videos schaut, seid ihr bei mir auf jeden Fall auf dem Laufenden. Auf jeden Fall hat mir den... Ravensburger freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an Ravensburger, wenn ihr auch den Ravensburger Adventskalender kaufen möchtet. Ich habe euch den mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an Ravensburger an dieser Stelle. Leute, ich hole den zweiten, nicht abhauen jetzt hier. Bleibt da, bleibt da. So, den zweiten, den ich am Start habe, der darf natürlich auch nicht fehlen. Den Tops Match Attacks Bundesliga Adventskalender 17-18. Hier die ganz normalen Türchen, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis hin zur 24 natürlich. Ja, was gibt's da besonders? Shooting Star Karten und 2 Limis, Leute. 2 Limis und 18 exklusive Shooting Star Karten und insgesamt sind hier 51 Karten drin. Und mal gucken, vielleicht pullen wir ja irgendwann eine Club 100 Karte. Ich hoffe, ihr seid dann täglich am Start, Leute. Und es wird auch so einen kleinen Zusatz geben, denke ich mal, wenn ich es schaffe einzubauen. Lasst euch überraschen, Leute, lasst euch überraschen, was ich da so plane in der Dezemberzeit, in der Adventskalenderzeit. Aber ein Kalender gibt's noch, Leute. Ein Kalender gibt es jetzt noch. Let's go, den hole ich jetzt mal hier ran. Tada! Das ist der Panini DFB Adventskalender, Leute. Alles 3 sind wunderschöne Bundesliga- bzw. Fußball-Adventskalender. Natürlich, Leute, Fußball, Fußball, Fußball. Bei PAX Neuer dreht sich alles um Fußball. Genau, ich habe hier ein DFB-Adventskalender von Panini und dem DFB. Dort enthalten sind Sticker, sind Trading-Cards und sogar hier Scan-Wish-Funktion für den 6. Dezember und den 24. Dezember. Das heißt, persönliche Videobotschaften. Leute, vielleicht machen wir das auch oder vielleicht können wir uns das angucken. So sieht die auf jeden Fall aus. Sieht man das? Anna, ich zoome mal jetzt. Ich versuche ranzuzoomen hier. Leute, ganz professionell jetzt hier. Ein bisschen runter. So sieht der aus hier. Da ist er zu erkennen. So sieht der aus. Bam, 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 bam. Sehr geil auf jeden Fall. Den gibt es natürlich auch im Panini Online Shop. Den hat mir freundlicherweise Panini zur Verfügung gestellt, um ihn natürlich täglich zu öffnen, Leute. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall, ja. War es das hier heute mit dem kurzen, knackigen Video? Mein Adventskalender wird es im Titel heißen, oder Dave? Dave sagt es, also ihr hört Dave nicht, ich höre nur Dave. Nicht, dass ihr jetzt wundert, hä, Dave hat doch gar nichts gesagt. Doch, doch, Dave hat mir was geflüstert und euch nicht. Also, dass es klar ist, ne, also, ja. Ich denke mal, das war es jetzt ja auch mit dem heutigen kurzen, ja, Vlog kann man es nicht nennen. Mein Adventskalender, ich wollte euch einfach mal kurz heute meinen Adventskalender vorstellen. Das sind die 3, die ich am Start habe. Mein persönlicher Favorit kann man eigentlich nicht sagen. Alle 3 sind geil in meinen Augen. Das war es auf jeden Fall jetzt von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr könnt mal unten in die Kommentare schreiben, welcher Adventskalender ihr so am Start habt. Das würde mich mal auch interessieren. Dann sehen wir uns nachher um 19 Uhr noch wieder.
Da gibt es noch ein Unboxing. Ein Unboxing-Battle. Oh yeah, Leute. Schaltet nachher wieder rein. Und um 13 Uhr gab es natürlich auch schon ein Multipack der FIFA 365 Sticker-Serie, Leute. Auch mega geil, Leute. Die FIFA 365 Sticker-Serie ist ja eh einfach richtig, richtig cool, Leute. Das war's jetzt hier. Habt ihr das gehört? Das ist der Adventskalender umgefallen, Leute. Das war's. Ich nehme euch mal kurz wieder ganz kurz hier in die Hand, so ein bisschen nach oben lehnen, Leute. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ja, und dann sehen wir uns nachher wieder. Haut rein und tschüssi.